Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu OpenXCom. Wir wollen uns weiter um die außerirdische Erntemaschine hier kümmern und in diesem Zusammenhang müssen wir hier noch ein bisschen weiter das Gelände aufklären. Okay. Okay, gut. Denn hier haben wir das Ding. Sind wir hier soweit? Ja. Okay. Und der nächste. Okay, hier wollen wir mal. Das gefällt mir immer noch nicht. Du hast gute Reaktion, du müsstest das eigentlich handeln können. In der nächsten Runde. Du brauchst zwei Runden, um da mit anständigen Zeiteinheiten hinzukommen. Du hattest nicht so gute Reaktionen. Deine waren auch okay. Das dürfte weit genug weg sein. Da müssen wir mal ein bisschen vorankommen. Okay. Okay. Gut. Okay, das müsste die Sache halbwegs sicher machen. Noch mehr Gebäude. Na gut. Kommst du? Wo komm? Ist ja furchtbar. Ja, dann geh so weit du kannst. Wir brauchen mehr Zeiteinheiten. Naja. Dann lauft schön, dann trainiert er das. Okay, dann geht's hier weiter. Tür. Gut. Und hier machen wir das Gleiche. Ups. Wollte ja nicht in der nächsten Runde machen. Machen wir das in der nächsten Runde. Da kommt natürlich einer raus. Und keiner schießt. Was ist das denn für ein... Freunde. Habe ich euch extra dahingestellt, damit ihr hier easy peasy auf den Kollegen schießen könnt? Naja, bitte, bitte, bitte.
So. Naja, machen wir es eben auf die Tour. Kommst du noch weg? Ja. Dann geh mal weg. Ups. Okay. So, hier, wie ist hier die Lage? Was? Warum das denn nicht? Okay. Gut. Wollen wir die Gebäude auch noch checken, weil das hilft ja nichts. Die müssen wir ja überprüfen. Lauf so weit du kannst. Ja, so um die 80 wäre schon schön an Zeiteinheiten. Aber da werden wir wieder ein bisschen brauchen, bis wir da hinkommen. So, du. Du eigentlich noch? Ja, für den Fall der Fälle haben wir auch noch eine Granate. Gut. Okay. Ach, ich würde sagen, dann nutzen wir die auch, dann. So. Hallo? Wow, 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 wow. Ihr habt alle ziemlich unzureichende Schießfertigkeiten, wenn ich das mal sagen darf. Du vielleicht? Come on! Ja, zwei Schüsse müssen aber wirklich reichen. Wen haben wir eigentlich hier? Können wir ja mal gucken. Medic, naja, warum nicht? So, haben wir hier auch jemanden, der wartet? Nein. Okay, das wird gesprengt. Dann macht ihr euch schon mal soweit bereit. Zu gucken, was da dann aus den Ruinen gekrochen kommt, falls etwas rausgekrochen kommt. Okay, ich würde sagen, da war keiner. Yep. Gut.
erstmal da. Hat sich nichts geändert. Okay, wieder keine Livium und gut, aber sauber bisher. Beweg dich auch ein bisschen, damit du das Laufen trainieren kannst. Wir wissen leider nicht, wie viele bewaffnete Aliens wir hier noch zu erwarten haben. Okay, das können wir gefahrlos benutzen. Ja, das war wichtig, dass du die Tür aufgemacht hast. Nächste Runde. Kommst du auch mal hinterher? Okay. An die nächsten. Darf ich nicht vergessen, damit ihr auch alle schön eure Zeiteinheiten trainiert. Gut. Hi. Die. Okay. Hier ist immer noch eine ganze Menge Bewegung hier. Okay. Sieht soweit. Ja, da wird keiner mehr sein. Das ist richtig. Gut, dann könnt ihr jetzt hier theoretisch zu den anderen stoßen. Einen kleinen Spaziergang macht hier. Lalalala.
und der Chef vertritt sich auch mal ein bisschen die Beine. Der kann ja mal gucken, was wir hier so mitnehmen. Okay. Wie wir wissen, müssen wir da mit einem Alien rechnen. Deswegen würde ich sagen, rechnen wir da auch mit einem. Können wir leider nicht durchgucken. So, was haben wir hier Feines? Hier haben wir, das war auch ein Medic. Eine ganze Menge Medics für ihr Harvesting. Okay. Na gut. Ja, dann macht ihr das auch. Da habt ihr wenigstens ein bisschen was zu tun. Oh, what? Also, jetzt mal ehrlich. Wie oft sind wir hier alles abgelaufen? Hier bin ich bestimmt also dreimal durch und hier ist immer noch einer. Das ist da alles nicht zu glauben. Oh mein Gott. Ich meine, der sah unbewaffnet aus. Wo kann der gewesen? Da war ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. War das der 8. oder der 9. hier? Weil der hat offensichtlich... Also wir haben hier meines Wissens niemanden nur verwundet. Es kann natürlich sein, dass bei irgendeiner Explosion jemand verwundet wurde. Aber eigentlich nicht. Das heißt, das kann nicht der Grund sein, warum er keine Waffe mehr hatte. Das heißt, er muss gepanickt haben. Das heißt, den haben wir die ganze Zeit übersehen. Also das ist... Ich werde echt langsam mischugge hier. Na gut, zum Glück sind es Floater, da ist das nicht ganz so schlimm. Ich meine, wenn das Cyberdisk gewesen wäre, die wir übersehen hätten, die hätte sich, glaube ich, schon bemerkbar gemacht. Aber, okay. So, aber da wir hier ja offensichtlich mit weiteren Aliens rechnen müssen, das ist so irre, schickt man da jetzt tatsächlich nochmal jemanden oben rauf. Also kommst du nicht hin, vielleicht ist da ja noch ein 10. oder 11. oder 20. Was haben die denn alle? Ich meine, haben die da irgendwie... War da Weihnachtsfeier? Also das ist seltsam, seltsam, seltsam. Dass die alle sich da versammelt haben. Okay. Das machen wir anders. Das machen wir so. Du machst das so. Du machst das so. Du machst das so. Okay. Okay. Nein, das immer ist da einer. Immer ist da irgendeiner. Immer einer ist da immer.
Okay. Ja. So, fangen wir mal an. Was haben wir hier? Hier haben wir drei. Okay, da können wir jetzt mal zählen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann hatten wir hier noch einen drauf, das sind acht. Ich glaube, hier haben wir auch einen gesprengt. Mindestens einen. Das ist neun. Es ist auf jeden Fall Irrsinn. Naja, gut. Ja, geh da mal gucken. Also, die dürften zumindest alle gepanickt sein, inzwischen, die hier draußen sind. Oh, Gottes. So, ist hier noch irgendwas? Nee. Okay. Genug Zeiteinheiten. Okay, wenigstens hat das mal funktioniert. Also diese Ecke da ist echt heikel, ne? Wenn sie aus dem einen Teleporter rauskommen und dann offensichtlich warten sie die Runde vorher im oberen Stockwerk ab, weil sie scheinen relativ viele Zeiteinheiten zu haben. Sonst würden sie nicht mehr so weit kommen, nachdem sie durch den Elevator gegangen sind, Tür aufgemacht haben und dann noch eine andere Tür aufmachen können. Also, da haben sie echt. Das ist also eine heikle Ecke, aber wir haben gesehen, inzwischen können wir uns fast auf unsere Reaktionen verlassen. Außerdem war der Typ, glaube ich, unbewaffnet. Ja, das sind 700 Punkte. So, super. Immer noch keine Libyum, aber wenigstens haben wir niemanden verloren. Das ist ja, was positiv sehen. 17 Aliens und das ist der blöde Medic. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Joe, Sergeant. Fliegen wir mal zurück. So, diese Basis, die gefällt mir also überhaupt nicht, weil wir hier nicht genug Radardeckung haben. Deswegen habe ich mir gedacht, haben wir Geld? Ja, Geld haben wir. Wir werden, weil das werden wir früher, später sowieso brauchen, einen von mindestens zwei Horchposten bauen. Üblicherweise, also, oder nicht üblicherweise, gerne kommen die Aliens, also wenn die Aliens die Erdatmosphäre in die Erdatmosphäre einfliegen, tun sie das gerne über dem Südpol und oder über dem Nordpol, glaube ich. Deswegen ist es ganz gut, an beiden Polen Horchposten zu haben. Da brauchen wir dann nichts, da haben wir nur einen Horchposten. Im schlimmsten Fall, also wenn wir von dem Horchposten aus, wenn wir da keine Interceptor haben, können wir ja auch Entschuldigung. Keine Aliens abfangen. Das heißt, sie dürften es auch gar nicht bemerken. Wenn sie es doch merken, dass da ein Horchposten ist, im schlimmsten Fall verlieren wir halt den Horchposten. Also, sind dann zwar 2 Millionen, aber das ist nicht so wild. Deswegen werde ich, glaube ich, so ein Ding mal bauen. Aber vorher werden wir erstmal einen überzähligen Kram verkaufen. Wieso? Schon wieder auf Purchase geklickt. Das ist doch furchtbar. Also, Food brauchen wir nicht. Surgery brauchen wir nicht. Navigation haben wir eine ganze Menge. Floater Corpses haben wir eine ganze Menge. Grenades werden langsam dünn. Bisschen. Okay, da haben wir nochmal 2 Millionen, da können wir uns den Horchposten schon leisten. Ich meine, der wird uns bei der Basis da auf Madagaskar nicht viel bringen, weil das so ewig dauert, bis das Ding fertig ist. Aber
Dennoch, früher oder später, wenn wir das Ding brauchen, den machen wir hier hin. Das ist ganz schön teuer. Naja, hilft nichts. Ist ja vom Prinzip egal. Wir brauchen. Eigentlich ja nur. Das. Eventuell brauchen wir dann noch ein Mind Shield, aber das ist ja erstmal okay. Gut. Ich meine, ein Hangar ist nicht teuer, ne? Dann können wir auch noch einen Hangar bauen. Für den Fall der Fälle. Hangar kostet 200.000. Okay. So, damit haben wir zwar die wahrscheinlich sowieso nicht in Reichweite, aber wir können zumindest sehen, wenn hier Aliens in die Erdatmosphäre einfliegen. Dieses Ding, ich frage mich, ob wir die einfach angreifen sollten. Aber ich würde eigentlich ganz gerne mal ein Schiff abfangen, weil ich nämlich wissen will, gegen welche Alienrassen wir überhaupt eintreten müssen. Fuels noch. Hat sich bei den Soldaten irgendwas getan? Ihr seid noch wounded. Du bist drin. Okay. Ist noch irgendwas im Trans? Ja, noch Leute. Okay. Telegonus. Telegonus. Okay. Whatever. Okay, wo sind die angekommen im Hauptquartier? Dann wollen wir mal gucken, was das für Leute sind. Hoppala. Pedro. Pedro, du bist. Dich behalten wir. Du bist ziemlich gut. Zumindest was deine Psi-Fertigkeiten. Ach, komm on, Perks. Psi-Fertigkeiten angeht. Du bist nix. Und du bist auch nicht schlecht. Okay, dann können wir eine Person entfernen. Bist du, da bist du so. Gut. Wie sieht das mit unserem Manufacturing aus? Das dauert noch 3 Tage. Danach machen wir dann den Personal Armor, der Research. Unknown. Okay, da haben wir auch gerade erst mit angefangen. Alien Terror, Medium Scout. Floater. Ah, die Floater wollen auch mal terrorisieren. Ja, bitte, bitte. Wo bist du denn? Da bist du. Wo willst du hin? In unsere Richtung. Na, dann fangen wir dich mal ab. Dann fangen wir dich mal ab. Okay. Der ist vor unseren Augen, hat er sich in Luft aufgelöst. Na gut. Alien Infiltration. Ne, das lass mal schön bleiben. South America, da habt ihr doch schon infiltriert. Was soll das denn? Ja, bitte. Wir haben aber auch echt kein Glück jetzt. Okay, Scavenger ist da. Verlieren wir noch ein Land? Oh, mein Shield ist Research. Sehr schön. Okay, 1,3 Millionen. Ja, yeah, billig ist das alles nicht mehr. Since Alien Craft rely on brainwaves to detect human presence, then the most effective countermeasure is to shield brainwaves from the base. This facility will drastically reduce the chances of detection by Alien Craft.
Okay. Okay, so, dann können wir hier jetzt auch mal Plasma Beam und du kriegst auch einen Plasma Beam. Und dann würde ich sagen, können wir auch gleich, warten wir noch, bis das fertig ist. Dann bauen wir hier auch noch Mind Shields. Ich überlege, ob wir hier auch eins bauen. Aber im Moment haben wir nicht genug Geld. Das sind 2,6 Millionen. Hier brauchen wir auch einen 3,9. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen Geld. Okay. So, dann. Also das Stop Production. Und so. Das wird den ganzen Monat in Anspruch nehmen. Deswegen sollten wir schon mal überlegen, ob wir noch. Hier brauchen wir. Stimmt, hier brauchen wir noch eine zweite Werkstatt. Weil bis wir da die Basis werkstattmäßig ausgerüstet haben, wird es noch eine Weile dauern. Ich überlege, ob wir hier. Können wir irgendwas abbauen? Zwei Labore will ich in jedem Fall behalten. Könnten einen Store abbauen. Oder wir vergessen einfach das Mind Shield in dieser Basis und werden hier im Zwei. Wieso habe ich das eigentlich noch? Ich bin doch blöd. Mensch, brauchen wir doch gar nicht mehr. Und rumsdi-bumsdi haben wir Platz für eine weitere Dings. Einen weiteren Workshop. Okay. Gut. Ja, schon fangt er an zu retaliaten. Dann lass das mal bleiben. Und flieg bitte nicht an ihm vorbei. Na also. Ah, das ist doch. Kill him. Dankeschön. Okay, da haben wir ja wieder ein Floater. Ja. Ja, da würde ich sagen, haben wir gleich wieder ein Ufer, um das wir uns kümmern können. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Dann sehen wir uns hier wieder mit mehr XCOM. Also, bis dahin. Tschüss.